Das ist eine gute Frage und das Ganze ist in letzter Konsequenz durch eigentlich meinen eigenen Leidensweg geprägt. Ich bin von Haus aus Jurist, ich sage immer in Seminaren, ich habe aber was Anständiges gelernt und in der Juristerei, das war aber kein Studium, was für mich ein Verlegenheitsstudium war, sondern ich wollte das einfach wirklich sehr gerne studieren, mir hat das inhaltlich auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich festgestellt, im Studium lernst du eigentlich nicht die Dinge, die wirklich relevant sind für dein Leben. Ich habe zum Beispiel nichts über Kommunikation, Rhetorik, Verhandlungsführung gelernt. Ja, und so bin ich angefangen, dann in wirklich jungen Jahren mit 20, 21 mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dann ist man letztendlich, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, relativ schnell so in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und da, ich will es kurz machen, da war einiges im Argen bei mir, als ich so in dem Alter war. Mein Leben hat so nach außen irgendwie ganz gut funktioniert. Und viele fanden das, glaube ich, auch von außen betrachtet gut, aber innen drin ging es mir eigentlich total schlecht. Und der Hintergrund war, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, die haben mich adoptiert. Mit meiner leiblichen Mutter habe ich dann noch fast 10 Jahre unter einem Dach gewohnt, allerdings gedacht, das ist meine Schwester. Und alles ist ziemlich kompliziert, aber dadurch ist in meinem Kopf doch einiges schiefgelaufen. Und ich habe festgestellt, so richtig gut funktioniert mein Leben eben nicht. Und das hat sicher auch einen Teil der Ursache darin gehabt. Ja, und dann bin ich angefangen, mich mit Personalentwicklung auseinanderzusetzen, also mit Persönlichkeitsentwicklung. Eben geprägt auch durch mein Interesse für Kommunikation, das zuerst da war. Und dann habe ich viele, viele interessante Aspekte kennengelernt. Und vieles hat nicht funktioniert, vieles hat gut funktioniert. Es gab dann so einen Punkt, wo ich dann tatsächlich absolut auf Wissenschaftlichkeit gesetzt habe. Und das war der Punkt, wo ich ja auf einmal Schwindelanfälle bekommen habe und überhaupt nicht wusste, wo das herkommt. Und da bin ich von einem Arzt zum anderen gerannt, der konnte das überhaupt nicht sagen, was letztendlich mir körperlich gefehlt hat. Irgendwann hat dann der Arzt gesagt, das ist psychosomatisch. Ja, und dann habe ich einfach einen guten Coach kennengelernt. Und dieser Coach, genau gesagt eine Coachin, das war jemand, der hatte einen akademischen Hintergrund, machte aber NLP und hat das wirklich wunderbar miteinander kombiniert. Also hat eine Methode, die einfach sehr, sehr gut funktioniert, nicht nur einfach als Quick-Fix-Lösung genommen, sondern mit einem vernünftigen Hintergrundwissen. Ja, und das hat mir dann sehr, sehr geholfen. Ich habe dann festgestellt, was bei mir so im Argen ist, dass ich mich selber beschwindel in bestimmten Situationen und in vielen Situationen und dass dadurch wahrscheinlich auch dieses Symptom da war. Ja, und dann ist das nach relativ kurzer Zeit verschwunden. Meine Neugier war geweckt. Ich habe dann nochmal Kommunikationspsychologie und Psychologie auch studiert. Und dann habe ich festgestellt, dass es da einfach viele, viele Techniken gibt, die wirklich validiert sind. Jetzt ist es nicht so, dass da alles immer sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite gibt es eben am Markt manchmal so viele Quick-Fix-Lösungen von Leuten, die sich nie tiefergehend mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie auseinandergesetzt haben. Und da ich glaube, dass in den letzten Jahren einfach unglaublich viele Forschung da ist, auch gerade so aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wie du zum Beispiel Ziele erreichen kannst, wie du wirklich erfolgreich sein kannst, habe ich also immer versucht, einen vernünftigen akademisch-psychologischen Hintergrund zu haben. Und das jetzt doch ein bisschen länger die Geschichte, weshalb ich das immer so kombiniert habe.